Ja, dann. War es vielleicht doch was anderes, wo. Aber dann bieten wir ihm noch zum Abschluss noch einen Kaffee an. Gerne. Schwarz und stark, bitte. Oder? Jo. Und das war's dann auch, würde ich sagen. Mhm. Wirklich beeinflussen, naja. Würde ich jetzt mal sagen, haben wir nicht unbedingt. Sag mal ganz kurz. Ich meine, wir haben ja jetzt in diesem riesigen Land da oben eine Straßenbahn gebaut. Ja. Jetzt hoch kommt eine U-Bahn. Mhm. Gibt es irgendwo eine Gesamtübersicht, entweder über das jeweilige Bundesland oder über das Gesamtland, wo drin steht, okay, dem Gesundheitsministerium fehlen Krankenhäuser oder dem und dem Bundesland, dem fehlt eine Straßen- oder eine U-Bahn oder dem und dem Bundesland fehlt es an Schule oder sowas. Oder dem und dem anderen geht die Stimme flöten. Also ich glaube, eine konkrete, das fehlt oder das müssen sie noch bauen, eben nicht. Also ist nicht so wie bei Aufschwung Ost, dass du da grün und rot und gelb hast, sondern du musst so ein bisschen selber abschätzen. Fürchte ich. Man kann also auch nicht einsehen, okay, was weiß ich, Makedonien, Thrakien da oben hat schon 3 Krankenhäuser, die brauchen erstmal weniger, weil die anderen 2 haben oder so. Na, sagen wir mal so, man kann höchstens vergleichen, indem du hier guckst, okay, was haben die im Transportwesen? 19 Krankenhäuser, Transport im Gesundheitswesen natürlich, 20 Sozialzentren, 16, ja, und 6 psychische Einrichtungen. Und dann hier nochmal gucken. Die haben wesentlich mehr, ist aber auch die größere Region, zumindest von der Fläche her. Von der Einwohnerzahl her schenken die sich, glaube ich, gar nicht so viel. Von dem her wäre die Frage... Wenn du hier eine nachrüsten, ne? Jetzt ist aber schon, wenn ich das schon wieder sehe, so viele Vergleichstabellen, dann ist das eigentlich wieder von Listen. Wobei, ja gut, hier sind es 3 Millionen und da glaube ich eine. Also es ist schon das Dreifache, aber ich glaube, es ist noch nicht ganz, weil hier sind es, wo sind jetzt die Krankenhäuser, sieht man hier nicht so richtig, oder? Krankenhausbetten zumindest, da 4745. 4.700 für eine 3 Millionen starke, naja gut, das ist auch ein bisschen wenig. Oder? So. Naja, es werden ja nicht alle 3 Millionen zur selben Zeit krank. Wollen wir es hoffen, aber für das, dass hier sind es 1.000, ja gut, es kommt ungefähr hin, ein Drittel. Weil es sind knapp 1 Million, also da auch ein Drittel. Okay. Kann man sich dann irgendwo die Beliebtheit des jeweiligen Ressorts irgendwo angucken, wo die Bürger sagen, okay, das und das, das ist echt noch mies. Ich meine, abgesehen vom Smiley, wenn wir es denn einführen. Ich glaube eher nicht, zumindest nicht in den einzelnen Regionen. Ich könnte mir, wobei selbst hier, warte mal, wo war Gesundheitssystem nochmal? Gesundheit. Ah, nee, es gibt nur die Einstufung vom Gesundheitsminister. Okay. Was ist, wenn du auf Bevölkerung gehst, die da unten war? Wo? Das Fenster einmal schließen und dann nochmal auf diesen Button, wo das Flugzeug, das Haus und das Rote Kreuz-Symbol ist. Da ist auch irgendwie Bevölkerung in der Mitte. Geben die vielleicht eine Auskunft? Es ist nur so eine Statistik, wie die Wachstumsrate ist oder war. Die ist auch zurückgegangen. Also, ja. Da kann man hier leider keinerlei Zufriedenheit oder sowas ablesen. Herkunftsland Türkei? Wo, was, wie, wo? Ja, das ist die... die unterschiedlichen, wie sage ich jetzt, kulturellen oder Dinge. Und da gibt es halt 2%, die aus der Türkei kommen in unserem Land. Hätte ich jetzt, ja. Und was geben die restlichen Tabellen? Ist da vielleicht, was ist denn die ganz rechte mit diesen nur People? Welche meinst du jetzt bei Bevölkerung? Nein, ganz rechts. Der untere Button ganz rechts. Die hier?
Schlüsselfiguren, ja. Sekten, Religionen, Verbände, Gewerkschaften und politische Parteien. Okay. Diplomatie, Entwicklungshilfe, andere Organisationen, Wahlen, Parlament, Kabinett, Staatsoberhaupt, Land. Ich glaube, Land ist auch eher, ja, kannst eine neue Hauptstadt wählen. Athen hört sich sowieso schon blöd an, nein. Eine Region, die Unabhängigkeit geben, ist auch eher schlecht. Das wäre mal eine Idee, wenn wir Deutschland spielen für Bayern. Ja, und hier sind die klassischen Sport, Medien, Kultur, Forschung, Bildung. Ja, Bildung ist ja auch so ein Thema, was wir angehen sollen. Ich weiß ja nicht, ob dieser Zeitungsartikel, dass die Leute uns nicht... Mann! Aua. Dass die Leute uns nicht kennen, dass das vielleicht daran liegt, dass das Bildungssystem so schlecht ist. Ich kann ja mal gucken, Gesetzeslage, ja. Freiheit der Lehre feststellen, ja, Inspektion und Lehrsprache. Zierte Schulprogramm, empfindliche Themen. Nee, es passt eigentlich schon soweit, oder? Inspektion und Kontrolle der Lehrpläne, okay. Ja. Wobei selbst das wäre, aber gut. Vier Universitäten, fast 1000 Hochschulen. Ja. Was haben wir hier noch? Das geht aber eigentlich alles so vom... Ich meine, die Landwirtschaft ist jetzt nicht so wahnsinnig gefördert, aber... Weil auch ja, wir reden von der Bildung der Landwirtschaft, ne? Ja. Nicht die Landwirtschaft im Allgemeinen. Aber selbst hier, finde ich, sind wir schon auf einem gar nicht so schlechten Level, oder? Ausbildung der Lehrer... Was ist denn das allgemein bedeutende Unterstützung der Schulen? Ja, ich kann hier leider nicht anders reinklicken. Ich schätze aber mal Unterstützung im Sinne von Lehrmittel zur Verfügung stellen und so. Wobei Ausstattung und Schulmaterial? Was wird es denn kosten, wenn wir dann mal hochgehen? 141 Milliarden, Millionen pro... Ich schätze mal, es wird dann... Es geht sogar noch mehr hoch, wenn wir 2 Sterne gehen. Ja, sonst hätten wir ja gleich voll machen können, wenn es immer gleich viel kostet. Nee, ich meine im Sinne von, wenn es dann halt das eine 141, 2 Sterne, dann 282. Ach so meinst du, ja. Aber dem ist halt nicht so. Ja, sollen wir da ein Stück hochgehen? Oder... Ja, entweder da oder bei der Ausbildung der Lehrer. Ich kann ja mal gucken, was das kostet. 312. Boah. Das sind wir aber halt auch schon auf einem anderen Level. Also generell schon 1 Stern höher. Ja, dann mach erstmal die Unterstützung der Schulen. Veränderung wurde vorgenommen. Wir sind hier sogar noch im Plus, also noch im grünen Bereich, sag ich mal. Okay. Das soll auch mal gut sein. Was ich hier noch gucken wollte, war Schüler. Vielleicht kann man den irgendwie einladen und uns da dann berühmter machen. Weißt du, wie ich meine? Die geben eigentlich irgendwelche Tipps, zum Beispiel. Hey, Herr... Naja, Präsident, ich wollte gerade Bundeskanzler sagen, wir brauchen da und da mal eine Schule oder so. Nee, ne? So einen konkreten Tipp sicher nicht. Es würde dann, wenn dann heißen, naja, Lehrer sind zu schlecht bezahlt oder die Bildung ist schlecht, bauen ganz, sie mehr. Mal ganz, ganz kurz, geh nochmal eben dahin, wo du eben warst. Bei den Schülern? Bei ja, ihnen? Ja. Geheimdienstinformation, was hat denn... Ich glaube, man könnte ihn auch überwachen lassen, den guten Alexios Gralos. Okay. Aber was ist dieses Buch unten rechts? Wo kommen wir da hin? Das ist den Termin ausmachen, den wir gerade so, schon... Okay. Also quasi, ja. Was wir aber auch noch machen können, wenn es heißt, die kennen uns alle nicht, wäre...
Gab es irgendwo die Möglichkeit, Staatsoberhaupt, genau, Kommunikation, Personenkult, Besuch eines öffentlichen Ortes, bei einem öffentlichen Ereignis auftreten, im Fernsehen auftreten und eine Umfrage des Statistikamtes anordnen. Was auch immer das bringt, aber das wäre vielleicht auch mal interessant. Naja, die allgemeine Statistik haben wir ja oben, oder? 49. Ich meine, Besuch eines öffentlichen Ortes und bei einem öffentlichen Ereignis auftreten kann ja nicht schaden. Mhm. Personenkult finde ich schon wieder zu viel. Das klingt schon so nach Statuenbau und sowas. Öffentliches Ereignis? Kann man nur eins zur Zeit, oder? Keine Ahnung. Ich meine, es hat hier halt dann unterschiedliche Sachen zur Auswahl. Sportereignis, Oper, Rockkonzert und Videospielwettbewerb. Ein Videospielwettbewerb würde uns sicher bei Schülern näher bringen, allerdings bei den Oberen wieder... Frage ist, ob das was abzieht, wenn man das besucht. Ich meine, keine Ahnung, Wirtschaftsminister und Co. besuchen da auch ständig irgendwelche Computermessen und sowas. Ja, Sportereignis wäre halt das, ich sage jetzt mal, das Klassischere, wo wir vielleicht eine breitere Masse erwischen. Ja. Oder? Ja. Ich meine, ich kann ja nochmal gucken, bevor wir das machen, was bei öffentlichen Ort wäre. Krankenhaus, Universität, Arbeits... Ah, okay, da kann man das quasi in dem Hinsicht stärken, so von wegen Krankenhaus, ja, der kümmert sich um die Gesundheit, der hat zumindest mal ein Krankenhaus besucht. Universität. Ich würde sagen, besuchen wir einmal das Krankenhaus und einmal... Oder nee, oder Universität, ich weiß nicht. Universität hat halt was von Schüler. Wenn man, ja. Also, Uni? Ja, würde ich sagen Uni, weil wir sind ja bei den Schülern irgendwie unbekannt und so. Aber ich glaube, wir können dann zumindest, also, wir können sogar nochmal. Aber ich denke, wichtiger wäre vielleicht sogar eher hier Sportereignis noch. Mhm. Das können wir am selben Tag theoretisch machen. Ja, lass mal lieber verteilend machen, oder? Samstag klingt doch gut, oder? Samstagmittag. Ja. Da sitzen noch alle vor ihren Fernsehgeräten und gucken zu. Genau, so, ich gucke jetzt mal ganz kurz hier nochmal in unseren Kalender, ob es auch beides aufgenommen hat. Jo. Sportereignis Universität. Wo warst du ganz kurz davor? Da war dieser Smiley mit der Kaufkraft. Konnte man da vielleicht draufklicken? Vor diesem Buch. Wo war ich da? Weiß ich nicht. Hier. Nee. Nee. Danach und vor dem Buch. Habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich mach nochmal das Buch auf. Da. Hast du es denn nicht gesehen? Hast du es gesehen? Wo war die Kaufkraft? Ich habe gar keine Kaufkraft gesehen. Ich sehe doch hier nicht andere Dinge als du, oder? Ich kann das Buch ja nochmal aufmachen. Wo muss ich hingucken? Oben. Jetzt, rechts zur Seite. Ach hier. Ja, das sind die Veränderungen. Im Endeffekt. Also man kann dich anklicken und sagen, okay, das liegt da und da dran. Nee. Man kann es nicht mal sich anzeigen, dass man mit dem Mauszeiger drüber geht, leider. Okay. Und was ist unten? Was sind da noch für so Sachen, wo Missionen und sowas steht? Gut, im Prinzip stehen hier die Übersichte. Was wir bisher erreicht haben, sage ich jetzt mal. Wie viele Tage wir an der Macht sind. Ja, das Klassische, was wir da... Unsere Übersicht, wie viele Tage bis zur Wahl noch? 994 bis zur nächsten. Die Agenda ist der Kalender. Zeitungen hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja. Budget hatten wir auch. Mhm. Sound einstellen und speichern. Okay. Also, ja. Gut. So, wir haben es übrigens von 9 auf 12 Milliarden hochgetrieben. Unser Defizit. Wo? Ne, siehst du hier, 128 sind die Ausgaben und die Einnahmen sind auf 116. Ach so, okay. Haben wir auf 12. Ja, gut, okay. Aber es geht auch schlechter. Ich würde sagen, ich mache mal weiter, ja? Mhm. Auf dass unsere Gesetze vielleicht mal durchkommen. So. Das sieht aber jetzt... Also bis auf öffentliche Finanzen haben wir hier Bildungspolitik, Familie, Jugendliche. Ja, das
Hat doch wieder was gebracht. Ich schaue trotzdem nochmal kurz auf unser Budget. Ja, unverändert würde ich sagen, die Ausgaben. Ja. Okay. Tabaksteuer schon irgendwas zu sehen in Erwartung des? Ist die da überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Hier steht nur die Ausgaben, kann das sein? Ja. Aber das können wir ja anders regeln, indem wir auf Besteuerung gehen. Dann die Einnahmen mal angucken. Ja. Was ist denn? Tabak. 4,04. Was ist das jetzt? 1000 oder was? Okay. Ja, wobei, ja, wenn das hier gesamt in Millionen ist, dann sind das wahrscheinlich 4,04 Millionen. Hätte ich jetzt gesagt, oder? Weil hier steht Gesamtmillionen. Ja, kommt hin, ja. Na, immerhin 4 Milliarden Zuschuss. Yippie. Das haben wir schon mal geschafft. Ja. Okay. Was sagten die Zeitungen? Ja, da hat wieder irgendwas mit Amerika zu tun, aber hier gehen wir mal. Gesetz über die Abholzungssteuer. Die Generalsekretärin der Partei der Grünen Bürger, Pelalia Gagavakis, ja, bedauert das Fehlen einer Vision auf Konzentration. Das haben wir schon mal, oder? Auf die Finanzen, ja, durch die Regierung. Außerdem ist das Ding ja noch gar nicht durch. Wart's doch mal ab, Mädel. Ich würde sagen. Wahrscheinlich sind jetzt einfach nur die Besteuerung zu niedrig. Oh Gott, was geht denn hier für ein Film? In Anbetracht deiner Stimme lese ich wohl weiter vor, würde ich sagen. Pelaccia Caralu, die Präsidentin der sozialrepublikanischen Bewegung, schimpft über die Soziallasten. Das Niveau der Abzüge ist gewaltig gestiegen, besonders im Vergleich zu den Arbeiterabzügen. Das ist skandalös. Die Arbeitgeber müssen mehr zahlen, nicht wir. Wenn die Regierung mit ihrer unsoliden, unsozialen Politik den Arbeitern in die Haut abziehen will, wollen wir die Haut von Dimitrios Kolos. Das klingt doch... Oh Gott. Ja. Bericht der Universität 2011. Infrastrukturprobleme beginnen, die Hörsäle zu überfüllen. Okay, das klingt für uns Universität bauen. Ja. Was haben wir hier noch? Wir würden in den Aktionen von Dimitrios Kolos gerne einen festeren Willen sehen, die nationalen Werte zu verteidigen. Bedauert der Präsident der Liga der Zusammenkunft der Orthodoxen, Valerius, okay, der Typ, der bei uns war. Ja. Wir sind nicht verantwortlich für die Zustände, die in den Ländern herrschen, aus denen die Migranten kommen. Wir haben sie nicht gebeten, zu uns zu kommen, nun da sie in ihre Länder zurückkehrten. Oder kehren, erklärte Valerius, hier wieder auch er, ne? Der populistische Führer und so. Mhm. Dimitrios Kolos, das Vaterland hat mit Dimitrios Kolos den Atem der Geschichte zurückgewonnen und morgen wird die ganze Nation aufstehen, um ihrem Schicksal zu begegnen, erklärte Spyros Krakuludu, der gefeierte Naturforscher. Ist das jetzt positiv oder negativ? Den Atem der Geschichte zurückgewonnen, finde ich, klingt erstmal positiv. Mhm. Bericht des Ministers für Verkehr und Infrastruktur. Befriedigende Bilanz des Güterverkehrs, flüssiger Verlauf der wirtschaftlichen Aktivität. Das klingt doch gut. Ja. Weltweite Untersuchung des Nationalen Statistikamtes über den internationalen Verkehr. Griechenland ist das Land, durch das man am besten durchkommt. Aha. Geschuldet der guten Verkehrsinfrastruktur. Na dann? Ja, wir haben eine Straßenbahn gebaut, also. Ja, die hat's rausgerissen, dass wir durchs ganze Land viel besser durchkommen. Die ist von oben rechts nach unten links gebaut. Ja. Deshalb die neuen Leute, du verstehst, ja? Mhm. Okay. Wenn es gut etwas gibt. Ja, okay. Mhm. Dass der Minister des Äußeren beherrscht, dann ist es das Quatschen. Meint Georgios Appas, ja, wieder dieser, oder? Nee. Das ist was anderes. Georgios, aber der heißt aber ähnlich, oder? Apostruchas. Der Minister für Umwelt über Andreas Kikadu. Ironisch, ja. Aber nicht über uns. Nö. Das ist Dimitri. Dimitri. Ja, okay, und hier kommt dann nichts mehr. Ich würde sagen, das lassen wir dann. Mhm.
Gut,